Ja, hallo. Heute geht es um meinen kleinen Freund in der Ecke, weil auch immer wieder Nachfragen kommen wegen meiner Absauganlage. Und zwar hinsichtlich mit meiner Abschaltautomatik, wie das bei mir in der Werkstatt funktioniert. Und das werde ich euch heute zeigen und so ein bisschen versuchen zu erklären. Ich sage gleich, das ist eigentlich Arbeit, die für einen Fachmann gedacht ist. Also man sollte sich mit Strom auskennen, weil es ist nicht einfach ein Stecksystem, was man fertig kaufen kann. Kennt ihr selbst diese Abschaltautomatiken, die man kaufen kann? Ein Stecker an die Steckdose, da die Kreissäge dran oder den Hobel, was auch immer, und die Absaugung mit dran. Wenn jetzt die Kreissäge angeschaltet wird, läuft auch die Absaugung an. Das ist bei mir alles ein bisschen anders, weil ich dieses Hin- und Hergerenne zum Teufel hasse, von allen Maschinen hierher. Und dieser Absauger, auch nur meine drei großen, sage ich immer dazu, absaugt. Das ist einmal meine Tischfräse, mein Hobel und ihr kennt sie alle, meine Kreissäge. Das sind also die drei großen Maschinen, die wirklich über diesen Absauger abgesaugt werden. Wie habe ich das jetzt Ganze realisiert? Ich habe das so gemacht oder ich habe mir überlegt, wie mache ich das, damit ich nicht immer zum Absauger laufen muss. Es ist auch nicht immer möglich, wenn hier mal was steht, ein Bock mit einer Tür drauf oder so, und man jedes Mal drumherum laufen muss, habe ich gesagt, da muss was anderes her. Und da hat mir ein sehr guter Elektriker geholfen, der mir also bei der Problemlösung geholfen hat. Und das werde ich euch heute zeigen. Absaugung heißt immer, wir haben also ein Schlauchsystem, was zu jeder Maschine führen muss. Habe ich hier natürlich auch. Der Schlauch läuft da unter dem Bord lang, geht hier hoch und geht da in einen Schieberverteiler. Hier kann ich jetzt also manuell festlegen, welche Maschine abgesaugt werden soll. In diesem Fall ist es einmal die Kreissäge, der Schlauch geht hier weiter. Oder hier halt für meine große Tischfräse bzw. für meinen kleinen Frästisch, der damit drüber läuft. Für das System, was ich hier benutze, beziehungsweise, oder der Hobel, der steht natürlich da, der läuft dann natürlich auch drüber. Für dieses System, was ich benutze, habe ich einen Vorteil, meine Absaugung läuft auf Kraftstrom. Ja, ich weiß, einige, was ist Kraftstrom? Das sind 400 Volt. Ja? 400 Volt Steckdosen. Und man muss sich eine aussuchen in seiner Werkstatt, wenn man das nach meinem Prinzip machen möchte, die man dafür nehmen möchte. Da der Absauger sonst hier stand, also schon länger her, über ein Jahr, bevor ich meine Heizungsanlage bekommen habe. Darum befindet sich die Steckdose dafür dort. Diese Steckdose, diese 400 Volt Steckdose, ist die Dose, die jetzt stromlos ist. Und nur wenn ich eins der drei großen Geräte einschalte, wird halt diese freigegeben und der Absauger kann starten oder saugen. Wichtig ist halt, dass man einen Absauger hat, der einen Schalter hat, der, wenn er stromlos ist, nicht von alleine ausgeht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ist das ein Magnetschalter? Frag mich, ich bin kein Elektriker. Jedenfalls, es gibt ja Maschinen, wenn die laufen, wenn jetzt Sicherung rausfliegt oder sind die stromlos und sie starten nicht von alleine wieder. Bei so einem Absauger geht das nicht. Also ihr müsst einen Schalter haben, den Klick, den macht ihr an und der bleibt an, ob Strom da war oder kein Strom da ist. Der muss auf Dauer an sein, sonst funktioniert das System nicht, weil es wird ja jetzt über die Steckdose geschaltet. Ja, bei mir ist das Ganze in meinem Sicherungskasten verbaut. Und das müssen wir uns jetzt mal angucken. So eine Werkstatt mit 1, 2, 3, 4, 5 Kraftstromgeräten, also 400 Volt Geräten, braucht schon einen vernünftigen Sicherungskasten. Und darum konnte ich das hier realisieren, weil meine Werkstatt über einen separaten Stromkasten verfügt. Sonst wird das Ganze etwas schwierig, wenn das über euren Hauskasten läuft. Aber gut, wenn jemand Elektriker ist, kann der das sicherlich auch da verwirklichen. Irgendwo ist ja jede Steckdose an irgendeinem Sicherungskasten an drei Sicherungen gesichert. Und dann kann man da sich eigentlich eine Dose raussuchen, die man dann umfunktioniert, nur für den Absauger. Nachteil ist, die Dose könnt ihr sonst nicht benutzen.
Also ihr könnt nicht im Stecker rausnehmen, anderes Gerät reinstecken und das Gerät benutzen. Das funktioniert nicht, weil die Steckdose erst mit Strom versorgt wird, wenn einer der anderen Maschinen läuft. Das ist der Nachteil. Also wirklich nur eine Dose, die für den Absauger funktioniert, sonst nicht. Gehen wir mal kurz zu meinem Sicherungskasten. Mein Sicherungskasten habt ihr sicherlich noch nie gesehen, weil in der Ecke bin ich ganz selten. Aber wir gehen da mal hin. Da ist er, ganz in der Ecke. Sicherungskasten. Und ihr seht schon, wie es gehört. Jede Steckdose hat da ihre ganze Sicherungsreihe. Ja. Jede Dose braucht ja nur drei Sicherungen. Da oben für die 230 Volt Steckdosen. Da unten FI für das ganze System hier auch 230 Volt. Und zweimal FI-Schaltung für den ganzen Starkstromkram. Also so eine Werkstatt muss schon vernünftig abgesichert sein. Aber ich glaube, das versteht sie von alleine. Wir haben hier mit Strom zu tun und die Sicherung soll ja nicht rausfliegen, wenn ich ein Kraftstromgerät benutze. Dann ist man vielleicht zu zweit, was ja auch mal sein kann. Einer schneidet an der Kreissäge die Bohlen vor, der andere richtet sie schon ab. Dann muss trotzdem das System funktionieren und dann darf auch nichts zusammenbrechen, möchte ich sagen, sodass Sicherungen rausfliegen. Darum sind auch hier FI-Schalter natürlich wichtig und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich räume die Ecke mal ein bisschen frei, weil davor hängt mein zweiter Absauger für die Bandsäge, beziehungsweise wenn ich die Werkstatt aufräume, benutze ich diesen Absauger, der sehr gut ist von der Firma Record Power. Läuft halt auf 230 Volt und den muss ich in der Tat halt manuell einschalten. Ja, aber für die drei großen Maschinen geht es halt automatisch. Sicherlich könnte ich da mir auch wieder eine Steckdose raussuchen, das mit über das System laufen lassen und so halt auch das Ding benutzen. Aber da Maschinen dran sind, die nur auf Lichtstrom laufen, wie zum Beispiel meine Bandsäge hier von Record Power, wird das wieder alles zu kompliziert und ich müsste vielleicht meinen Sicherungskasten noch komplett vergrößern, um da ein zweites System auf 230 Volt einbauen zu können. Und da bin ich mir dann doch nicht zu schade, eben hinzulaufen. Ich räume hier mal alles ein bisschen weg. Hier meine Bandsäge und den Absauger hänge ich eben zur Seite. Der ist nämlich nur hin so eingehakt. Und dann können wir uns den Sicherungskasten mal genau angucken. Wie gesagt, ich öffne den Sicherungskasten, sonst könnt ihr das nicht sehen, wie das funktioniert. Aber das ist nur für Leute, die sich wirklich mit Strom auskennen. Fummelt da nicht selber dran rum. Ich sage euch, welche Materialien da verbaut sind, damit ihr euch die bestellen könnt, besorgen könnt und dass euch ein Fachmann hinsichtlich Elektrik das dann halt montieren kann. Ich möchte halt nur, dass ihr versteht, wie es geht, weil diese Frage in letzter Zeit sehr häufig mir gestellt worden ist. Ich baue das Ganze um, Bandsäge zur Seite und dann gucken wir uns den Sicherungskasten an. Ja, da sind wir jetzt in meiner finstersten Ecke in der Werkstatt. Hier ist die Halterung noch von der Absauganlage. Das ist mein Sicherungskasten, ist in drei Abschnitten eingeteilt und ist eigentlich ausreichend für meine Werkstatt. Größer darf hier nichts großartig was werden, weil dann reicht der Platz nicht mehr. Hier unten, wie gesagt, haben wir FI für Dauerstrom, Kraftstromdose, Kraftstromdose, Licht, für die es interessiert. Hier rechts habe ich noch ein, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, ich bin halt kein Elektriker. Das Ding ist dafür da, damit vorne mein Notausknopf funktioniert. Wenn man den betätigt, sorgt der dafür, dass eigentlich, sagen wir mal, der ganze Strom ausgeht, also alle Dosen stromlos sind, bis auf Licht. Auch wenn ihr sowas machen wollt, sorgt dafür, wenn man da draufhaut, dass das Licht anbleibt. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres. Stell dir vor, es ist dunkel im Winter und ihr seid um 7 Uhr noch in der Werkstatt und auf einmal haut ihr auf den Notknopf, weil irgendeine Situation das halt hergibt und ihr steht auf einmal auch im Dunkeln. Das wäre natürlich ganz schlimm. Also so ein Notaus darf also nicht die Lichtquelle beeinflussen. Ja, gut. Hier dann die einzelnen Dreier-Sicherungen für die Starkstromdosen. Ja, das ist hier unten geregelt. Und hier oben sind dann die anderen, beziehungsweise Licht und die 230 Volt. Hier oben ist das Geheimnis von meiner Absaugeinheit. Ich werde das mal kurz auseinanderschrauben. Auch keine Sorge, ich habe das schon öfter gemacht. Ich habe das Ding mit montiert, um halt auch immer zu wissen,
was ist da los? Das ist auch immer ganz wichtig, auch wenn man es nicht gelernt hat, dass man zumindest einen gewissen Überblick hat und sich das natürlich auch alles vom Elektriker erklären lässt, falls mal irgendwas ist oder der Elektriker gewechselt wird und ein anderer kommt, damit man zumindest in groben Zügen erklären kann, was der andere Elektriker sich dabei gedacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht, reicht das schon? Ne, die müssen auch noch raus. So, jetzt müsste es gehen. Da ist das Innenleben meines Sicherungskastens. Ja, ich nehme auch mal ganz kurz in die Hand, um euch das besser zeigen zu können. Für die, die da was von verstehen, auch besser erkennen können. Wo kommt das Kabel an? Da sind dicke Spinnen drin. Da kommt jetzt das Hauptkabel an, da liegt es. Ja, wird dann hier auf die einzelnen Sicherungen geschaltet. Hier kommt also der Strom an für den Notaus. Dann geht von hier die einzelne Verkabelung hoch für die Starkstromdosen. Und da, das ist jetzt das Geheimrezept von meiner Absauggeschichte. Ja, das regelt also alles, was mit meiner Absaugung zu tun hat. Jetzt müsste ich mal genau gucken. Ihr könnt sehen, das hier sind also die Starkstromsicherungen, also die einzelnen von den vier. Und hier die Phase, eine Phase davon, also hier immer die braune Phase, geht durch diesen Ring hindurch, da. Ich möchte da jetzt nicht reingreifen, weil da ist ja auch Strom drauf. Da könnt ihr es sehen, durch diesen Ring hindurch. Dieser Ring hat zwei Kabel, das sind diese hier, diese Kabel gehen hier an dieses Gerät ran. Das ist abgekürzt mit einem LM3, was auch immer das heißt. Und der registriert jetzt, wenn eine Phase hier Strom zieht, registriert das dieser Ring. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Magnetring oder so. Und der registriert, welche Phase jetzt Strom zieht und gibt hierdurch dieses Relais frei. Ja? Und dieses Relais schaltet dann dementsprechend diese Dose frei, wo mein Absauger dran ist. Also das ist eigentlich das ganze Geheimnis meiner automatischen Absaugung. Was heißt Geheimnis? Das war wohl, glaube ich, nicht ganz einfach, wie der Elektriker gesagt hat. Das gibt es auch für 230 Volt. Ich hänge mir wieder rein, das wackelt so. Aber es funktioniert perfekt. Also eine Phase von diesen dreien geht halt durch diesen Ring hindurch. Dieser Ring, ja, nicht reingucken. Also dieser Ring wird dann irgendwie mit einer Magnetspule, wie auch immer, registriert. Also es wird Strom gezogen über diese vier Steckdosen und gibt dann die Steckdose frei, die den Absauger mit Strom versorgt. Ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also nichts Aufregendes. Man musste erstmal selber drauf kommen, wie das Ganze funktioniert. Ich kenne das auch nur aus der Tischlerei. Also wenn wir da eine Maschine eingeschaltet haben, ging immer die riesen Absauganlage draußen mit an. Das war hier ähnlich geschaltet. Da gab es eine Dose, die war nur für den Absauger. Und der Elektriker, der das damals in unserem Betrieb montiert hat, hat mir das hier auch montiert. Ja? Also kannte der sich schon aus damit. Wie ihr gesehen habt, der Ring ist nicht sehr groß, also man kann da nicht sehr viele Phasen durchstecken. Hier ging das gerade, ich zeige euch das gleich nochmal, ich hole euch noch mal ein bisschen näher ran. Und somit konnten wir das Ganze dann verwirklichen. Ja, erstmal so schemenhaftig, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Ich kann das natürlich nicht auf Oberfachjapanisch Elektrik erklären, da habe ich natürlich keine Ahnung von. Aber für die, die es wirklich interessiert, ich zeige euch gleich, wie dieses Relais heißt. Ich zeige euch gleich mal ganz kurz, damit ihr euch im Internet, wenn ihr Interesse habt, das bestellen könnt, besorgen könnt, wie auch immer.
und dann natürlich einen Elektriker eures Vertrauens euch das vielleicht montiert. Also ich habe meinen Elektriker so verstanden, das ist nicht wirklich viel Aufwand, es wird einfach nur dazwischen geschaltet, durch diesen Ring muss eine Phase laufen und somit geht das Ganze. Also so habe ich das Verständnis noch von damals, das hängt ja auch schon 8 Jahre hier, wenn nicht noch länger, und so war das irgendwie. Ja, ich zeige euch nochmal die beiden Teile. Also wie gesagt, da könnt ihr ja sehen, da steht LM3 drauf, mehr steht da nicht dran. Das ist aber das, was halt diesen Ring überwacht, dann über diese beiden Drähtchen irgendwie das Relais freischaltet. Ja, und wie das Relais heißt, das steht ja da, HS25-40, und dieses steuert dann meine Steckdose an. Könnt ihr sehen, ist das scharf, falls jemand das mitschreiben möchte. Hier ist es jetzt die Firma Döpke, die sitzt bei uns hier im Nachbarort. Ganz bekannte Firma, um Sicherung herzustellen. Der ganze Kasten ist von Döpke. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die sowas herstellen. Aber man unterstützt ja immer gerne die Firmen in der Region. Und dann bin ich halt zur Firma Döpke gegangen und die haben mir die Sachen besorgt, die der Elektriker haben wollte. So funktioniert das Prinzip. Darum springt bei mir die Absaugung an, wenn ich eine der großen Maschinen anschalte. Wie gesagt, angeblich laut Elektriker kein Hexenwerk, kann ich nicht beurteilen, tut mir leid, weiß ich nichts von, aber so scheint es zu sein. Wenn er das sagt, wird das wohl so stimmen. Ja, das dazu. Und das war eigentlich das, was ich euch heute in diesem Video zeigen wollte, weil es immer wieder danach gefragt worden ist, wie funktioniert das mit deiner Absaugung? Wie hast du das gemacht? Da ist es, das sind die beiden Teile, die das Wunderwerk Absaugung bei mir in Gang bringen, durch Einschalten der Maschine. Vielleicht gibt es hier auch zeitlich geschaltete Relais, die das auf 5-6 Sekunden verlängern, die man da vielleicht einstellen kann. Ich kann mir vorstellen, wie so ein Lichtrelais in so einem Mehrfamilienhaus im Flur, macht man Licht an, dann läuft eine gewisse Zeit ab und geht dann aus, dass es sowas vielleicht auch gibt. Man drückt den Knopf oder solange die läuft und wenn das abgeschaltet wird, dass es eine Zeitlauf-Nachspanne gibt. Weiß ich aber nicht, wie gesagt, ich habe mit Elektrik nichts zu tun. Das betone ich nur nochmal. Wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, lasst es einen machen, der es kann. Also ein Elektriker sollte dabei gehen. Das Einzige, was ich euch jetzt erklärt habe, wie es bei mir funktioniert, wie man es anschließt, muss jemand anders machen. Und hier sind die beiden Bauteile, die ihr dafür braucht. Nachteil ist, ihr habt wirklich nur dann Strom auf der Dose, wenn eine andere Dose mitläuft. Und somit könnt ihr auch nur absaugen, wenn ihr die Werkstatt aussaugen wollt, sauber machen wollt. Juckt am Rücken. Dann müsst ihr immer irgendwas laufen lassen, damit die Absaugung anspringt. Das ist auch ein Nachteil. Aber dafür habe ich mir ja extra die kleine Absaugung geholt von Power Record, die deutlich stärker saugt als die vom Scheppach. Aber halt für Aufräumarbeiten, für die Bandsäge, für meine Handmaschinen möchte ich halt die andere benutzen. Und dann schalte ich es halt mal manuell ein. Auch da gibt es zigtausend Varianten, wie man es anders machen kann, aber es geht so ganz gut. Mir war halt nur wichtig bei den drei großen, dass ich da nicht jedes Mal hinlaufen muss und an- und ausschalten. Und dann kenne ich das nämlich. Dann tut man eben für 2 Schnitte, ach, die 2 Schnitte gehen auch ohne Absaugung. Gell? Das habe ich damit eigentlich vermieden. Ja, das war's schon von mir. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Meine Absaug-Einschaltautomatik heißt es so, bei mir in der Werkstatt, das läuft über den Sicherungskasten. Was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen und wer wirklich das nachbauen möchte, bitte nur einen Elektriker machen lassen und nicht selbst dran rumfummeln. Ihr gehört sie einfach so, weil man greift in den Sicherungskasten ein und da ist wirklich Power drauf, das muss ich euch nicht erzählen. Da sollte man schon tun, wissen, was man da tut. So, das Aufschrauben ist keine Kunst, aber dann wird es kritisch. Wie gesagt, da sollte man schon ein wenig Ahnung haben.
Nochmal zu meinen Starkstromsicherungen. Ich zeige es euch nochmal. Ich hole euch mal ein bisschen ran hier. Ich habe hier C-Sicherungen. Ja. Das hat irgendwas mit der Trägheit zu tun. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen. Also mit der Trägheit steht das C. Wenn das nämlich, wenn die Maschinen so schnell anlaufen würden, würde die Sicherung dauernd rausfliegen. Dafür steht das C, also die Trägheit, ab wann sie halt rausfliegt. Hier oben haben wir dann, ich nenne es mal ganz einfach, Trägheitsklasse B. Die fliegen natürlich etwas schneller raus als die Kraftstromsicherung. Ja. Das hat irgendwas mit der Trägheit zu tun, irgendwie ja, die Trägheit des Stroms, wie schnell er fließt, wie viel abgenommen wird, in welcher Zeit und ob das okay ist oder zu viel ist, und dann schalte das Ding ab. Fragt mich nicht, weiß ich nicht. Aber gut. Ja, ich hoffe, ich habe demjenigen oder diejenigen, die danach gefragt haben, in letzter Zeit kam das häufiger vor. Meine Abozahlen steigen natürlich, dafür auch nochmal danke. Kam halt die Frage auf, wie ich das geregelt habe, dass meine Absaugung immer automatisch anspringt. Jetzt habe ich hier natürlich wieder Chaos, muss ich gleich wieder aufräumen. Das ist halt so in einer kleinen Werkstatt. Und das werde ich dann gleich mal machen. Sicherungskasten wieder zuschrauben. Aber dann wisst ihr zumindest, wie es bei mir funktioniert. Und sicherlich kann man das auch irgendwie realisieren, wenn man davon was versteht. Ja, ich sag's nochmal. Das ist Elektrikarbeit und da sollte nur jemand beigehen, der es wirklich kann. Ja? Ich bin Notfallsanitäter und ich weiß, was es heißt, wenn man Patienten fährt, die einen Schlag bekommen haben. Ja? Und in der Regel ein Patient, der einen Stromschlag erlitten hat, ist 48 Stunden, war das 48? 24 Stunden bis maximal 48 Stunden intensivpflichtig, muss der beobachtet werden. Jetzt werden viele Elektriker sagen, was meinst du, wie oft ich schon einen geballert gekriegt habe, ich gehe doch deswegen ins Krankenhaus. Ja, aber dein Todumfeld ist selber schuld, da muss ich dann wieder als Notfallsanitäter sprechen, selber schuld, damit ist nicht zu spaßen. Unser Herz funktioniert auch mit Strom und wenn da irgendwie ein Problem gibt oder das Herz einen übermäßigen Stromimpuls bekommen hat durch eure Fummelei an eurem Sicherungskasten, kann es zum Herzstillstand kommen. Ihr könnt also am Stromkasten verrecken, möchte ich mal sagen. Darum fummelt da nicht selber dran rum. Und lasst die Finger davon. Wie gesagt, eigentlich, wenn ich zu einem Stromunfall komme, was ja auch mal gelegentlich vorkommt, dann müssen die Leute intensiv technisch beobachtet werden. Auch wenn es denen gut geht, so ein übermäßiger Stromschlag kann, wie gesagt, auch Stunden danach noch Auswirkungen aufs Herz haben hinsichtlich Herzrhythmusstörungen, die dann dazu führen können, dass man Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet. Ja? Das nur noch mal so am Rande. Noch mal deutlich zu sagen, nur für Elektriker. Okay. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ach, guckt euch mal die Sonne an. Das ist so herrlich draußen. Das ist so herrlich draußen. Sommer, Sonne, was wollen wir mehr? Es kann nur besser werden. Ja, kennt ihr das Pferd noch? Habe ich auch in einem Projekt irgendwo. Müsst ihr mal in meiner Videos gucken. Ist auch gebaut. Herrlich. Ja, ich danke wieder fürs Zuschauen. Jetzt aber Feierabend und abschalten. Nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.